Meine Babys und ich sind gerade bei den Vorbereitungen für unsere erste gemeinsame Reise. Und weil es auch finanziell natürlich, es war günstig, wir haben das Haus sehr günstig bekommen, dann ist die Fahrt nicht so lang und meine Mädels hassen lange Autofahrten. Dann wird nur gestresst und gezickt und uns, das ist nur von uns 2 Stunden entfernt. Du wolltest den Kaffee holen. Ja, jetzt Das Motto unserer Reise ist ja Abenteuer und deshalb fängt das Abenteuer bei uns schon im Auto an. Und Eileen ist unsere Co-Pilotin und Ayla unsere Bordstewardess. Und wir werden in einem Jumbo-Jet fliegen und nicht in einem verdreckten kleinen Kia fahren. Wechseln Sie an der anderen. Wer sagt das? Hier, das. Wer sagt das? Man, da wo wir hin sollen, der sagt das. Okay, wo müssen wir jetzt lang? Rechts oder links? Schnell, schnell, schnell! Hier steht nicht so rechts oder links. Jetzt ist vorbei. Das ja, war hier mir steht, falsch. Hier steht aber nicht so links. Wir sind doch auch auf der Raststätte gewesen, Frank. Also um die Fahrt auch angenehmer zu machen, obwohl ich die Fahrt ja wirklich bewusst sehr kurz gehalten habe, habe ich ihnen Aufträge erteilt, weil ich weiß, meine Kinder sind Obermonster während der Autofahrt und bringen mich jedes Mal zur Weißglut. Deshalb habe ich gesagt, okay Babys, Aufträge, weil Eileen halt besser lesen kann und sollte mich halt dirigieren und sagen, hey, hier rechts und da links. Und Ayla hat den Auftrag gekriegt, sie kann Brote schmieren, das ist kein wirklich schweres Gebiet. Und sie sollte dann für unsere Nahrung sorgen. Damit waren sie halt so dieses, okay, wow, und wir freuen uns. Und es wird keine langweilige Fahrt, sondern es wird alle 2 Minuten gefragt, Mama, müssen wir hier das? Müssen wir jetzt nach rechts? Müssen wir jetzt nach links? Und Ayla hat die ganze Zeit gesagt, will noch jemand was essen? Will noch jemand was trinken? Und so haben sie ihre Aufträge und halten die Backen still und ich kann ganz entspannt fahren. Oh, ich freue mich voll. Danke, mein Schatz. Hat sehr gut geschnitten. Und schmeckt? Eigentlich. Wenn meine Töchter Aufträge bekommen, dann fühlen sie sich erwachsener und mir näher. Und sie erledigen das auch wirklich sehr schön. Und wir wachsen dadurch auch zusammen, weil wir drei erledigen diese Sachen zusammen. Bei meiner Mami ist es oft so, dass sie uns dann, wenn wir auf der Autobahn sind oder irgendwo hinfahren, dass sie uns dann so aufteilt. Ich finde meine Mami viel bunter und viel verrückter als die anderen Mamis, weil die macht viel mehr Quatsch und die anderen sind halt ein bisschen anders. Die sind so ein bisschen meiner Meinung nach alt. Naja, okay. Langweilig. Tülay hat sich verfahren. Mama, da waren echt Ayla, damit kann ich mir jetzt auch nichts kaufen. Guck mal, Barnum steht da immer noch geradeaus. Wir müssen auf Berlin raus. Guten Morgen. Wir sind fast da. Aber wir sind hier schon raus. Aber hier steht doch gar nichts von Waren. Aber
Wir müssen doch noch Waren nehmen. Nein! Ach so. Ich will auch noch. Nö, wir sind hier falsch. Ich mach wieder noch. Oh Mann. Alter, ich hätte noch nicht meinen Schluck.